Dieser Film gehört zur Videoserie, wie ihr für weniger als 200 € nach Dubai kommt. Und wenn ihr im Norden von Nordrhein-Westfalen wohnt, also zum Beispiel in Duisburg, Essen und so weiter, und Eindhoven für euch ein alternatives Abflugsziel ist, gibt es kaum eine Möglichkeit, günstiger nach Dubai zu kommen. Ich mache die Aufnahme am 6. Dezember. Und angenommen, ihr wollt vor Weihnachten noch zum Shopping nach Dubai fliegen, dann bekommt ihr bei Wizz Air unter anderem folgendes Angebot nach Budapest. Also wenn man jetzt hier mal Anfang Dezember schaut, habt ihr hier am 2. Dezember Flüge für 19,90 € bzw. 14,99 € und am 3. Dezember sogar fürs unglaubliche 19,90 €. Wenn ihr dann noch Mitglied im Wizz Air Club seid, bekommt es dann noch einmal 10 € günstiger, wie ihr hier auch am 9., am 4. Dezember für 9,90 €. Diese Mitgliedschaft solltet ihr auf jeden Fall abschließen, bevor ihr die Flüge bucht. Weil wenn er also über Eindhoven, Budapest nach Dubai fliegt, hin und zurück, sind es schon 4 Flugsegmente. Wenn er zu zweit fliegt, also schon 8 Flugsegmente und ihr spart euch 80 €. Und in dieser Mitgliedschaft könnt ihr also bis zu 8 Personen immer mitnehmen und spart euch diese 10 €. Also unbedingt das vorher abschließen. Dann kommt er tatsächlich für 9,90 € nach Budapest. Der Vorteil bei diesem Flug ist, ihr seid rechtzeitig in Budapest, sodass ihr den Anschlussflug nach Dubai noch schafft und keine Zwischenübernachtung braucht. Am 1. Januar zum Beispiel würde uns Wizz Air folgende Suchergebnisse bringen. Also die Rückflüge über Silvester, Heilig Drei König, die sind noch relativ teuer. Was heißt relativ? Also die kosten teilweise auch nur 29 € mit der Clubmitgliedschaft. Und nach Heilig Drei König werden dann auch die Preise wieder billiger. Ihr seht also hier beispielsweise am 11. Januar 9,90 €. Geht weiter, 14. Januar, 15. Januar, also alles für 9,99 €. Und wir können dann auch noch nach dem Rückflug gucken. Also sagen wir mal ab dem 8. Januar, was sonst da dann so gibt. Also wie gesagt, auch hier dasselbe Bild, also bis zum Heilig Drei König ist es noch relativ teuer. Und dann gehen die Preise nach unten. Also ihr seht hier 11. Januar 14,99 € im Wizz Air Club. Hier 18. Januar 9,90 €. Also wenn er das geschickt kombiniert, kommt er für 20 € nach Budapest und für 150, 170 € weiter nach Dubai. Also billiger kommt wirklich nicht dorthin. Ihr findet, falls Eindhoven nicht der richtige Abflughafen für euch ist, findet ihr bei mir im Reiseblog eine Aufstellung aller Flugmöglichkeiten ab Deutschland, beziehungsweise hier in meinem YouTube-Kanal die anderen Filme zu anderen Abflughäfen. Könnt euch entsprechend anschauen. Und wenn euch dieser Tipp geholfen hat und ihr in Zukunft keine Reiseschnäppchen mehr verpassen wollt, die meine virtuellen Assistenten für euch ausgraben, könnt ihr hier entweder bei YouTube den Kanal abonnieren oder bei mir im Reiseblog den Newsletter bestellen. In dem Fall kriegt ihr also alles immer tagesaktuell geliefert, sobald was Neues auf den Markt kommt. Wenn ihr den Newsletter bestellt, bekommt ihr auch noch zusätzlich
ein kostenloses E-Book mit dem Titel Wer woanders mehr bezahlt, ist selber schuld. Ich möchte mich ein bisschen noch für meine Stimme entschuldigen. Habt's gemerkt, ich bin erkältet, aber ich wollte euch diese Flüge für 20 Euro nach Budapest hin und zurück einfach nicht vorenthalten und den Film schnell online bringen.